Blue Swan. Ist das das Boot? Ja, tatsächlich. Voll riesig. Wer hat das gebaut? Caro, weißt du, wer das gebaut hat? Bibi. Wo sieht das? Kapitänskajüte. Leute. Oh. Hallo. Ich bin der Kapitän. Ihr müsst euch alle so benehmen, wie ich das gerne hätte. Sonst gibt's Prügel. Habt ihr das verstanden? Nee. Sie schlägt ihren Kopf auf den Tisch. Okay. Die meisten haben es verstanden. Sie headbangt. Ja, genau. Sie hört gerade harten Metal. Mhm. Oh, auf jeden Fall. Aber schon cool, so ein Blue Swan, ne? Hat nicht jeder einfach mal so vor seiner Haustür stehen. Ja. Du hast doch noch gar nicht alles gezeigt. Was denn? Hier. Hier geht's ja auch noch rein. Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Hier siehst du. Lagerraum, Kantine, Kajüte. Und ein Partyloch. Ich gehe jetzt erstmal da runter. Da ist die Kajüte, die Küche. Mit einem Loch hinter den Öfen. Aha. Mysteriös. Zu den Crew-Kajüten. Das sind ja gar keine Kojen. Kojen müssten das sein. Kojen sind noch enger und noch doofer und zweimal übereinander. Das wäre enttäuscht. Wo ist denn hier das Partyloch? Ich will das Partyloch sehen. Da! Partyloch. Nee. Ey, du warst gerade im Partyloch. Steht da Partyloch dran? Nee. Nee. Also ist es auch kein Partyloch, ja? Oh. Bitte lass mich. Gut, wir haben jetzt alles gezeigt. Wir gehen jetzt darüber. Ich mach das Speedboard an. Fupp. Caro macht auch das Speedboot an, sehr schön. Clara Craft und Lisi sind schon da. Lisi und Franz. Okay. Hier wohnt Dead Guy. Ich glaube, Dead Guy und Blackie haben ja einfach überall ihre komischen Wohnungen verstreut. Ich muss mich kurz am Hals kratzen. Was ist denn das hier? Warum ist das Dach kaputt? Caro, beantworte mir das. Wegen dem schönen Ausblick. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich kommt da später noch so ein Stethoskop hin. Ne, wie heißt die Dinger? Nicht Stethoskop. Stethoskop. Stethoskop sind das, was die Ärzte haben. wie heißt das denn? Ihr Sack. Komm schon. Streng das hier an. Sagst du mir bitte? Nee. Du weißt es selbst nicht. Doch. Dann sag's. Möchte ich jetzt nicht. Ich möchte deinem Hirn eine Chance geben. Ja, dann sag's doch. Ja, nee, dann gebe ich ihm ja keine Chance. Asteroskop. Nee, keine Ahnung. Asteroskop. Auf jeden Fall. Ein Fernrohr. Hä, ein Fernrohr? Nee, das hat doch irgendeinen speziellen Namen halt. Schinken. Ach, ich weiß es nicht. Nicht Schinken. Was war das jetzt hier überhaupt für ein Haus? Ich war ganz oben, aber ich habe nicht gesehen, was es für ein Haus ist. Haus von Nick. Achso, einfach nur das Haus von Nicky. Alles klar. Hm. Gut. Was heißt hier einfach nur? Hier leibt und lebt Lissy. Schon wieder Lissy. Lissy ist einfach überall. Partyloch. Kann mir mal jemand sagen, was das hier sein soll? Ob das hier hinten ein Klo ist? Ich muss nämlich mal Pippi. Geh rein, das ist ein Klo. Nein. Bevor ich hier in die Spüle pinkel, lasse ich das lieber. Alter, das ist hier so ultra unübersichtlich in diesem Dorf. Oh, 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 schnell wieder zu machen. Was haben wir hier? Hier baut Puschel Games. Okay, Puschel Games ist also auch hier vertreten. Junge. Ist ja schon schön, aber ich glaube, wir haben hier nicht so viel Zeit, um hier wirklich alles zu zeigen. Ja, schon groß. Gehen wir hier noch rein und danach besuchen wir das nächste Dörfchen. Mhm. Gut. Also die haben hier alle aus den kleinsten Häusern ziemlich viel rausgeholt, habe ich das Gefühl. Mhm. Die sind auf jeden Fall alle schön eingerichtet und haben so ihren Sinn und Zweck, den sie erfüllen. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Gut. Und damit gehen wir erstmal zur nächsten Stadt. Und das wäre nicht die Seestadt, nicht der Spawn 2, nicht die Tauschkiste. Tonmania. Sondern Tonmania. Da habe ich auch ein Haus. Tonmania. Ich habe sogar schon gesehen. Es wird liebevoll das Loch genannt. Partyloch, ja. Ach, da tun deine Partylöcher.
Okay, da hinten haben wir zuerst mal Sassis Residenz. Keine Ahnung, was sie damit machen will. Wahrscheinlich möchte sie da ein Freudenhaus reinbauen. Also was? Für Videospiele, meine ich jetzt natürlich. Ach so, natürlich. Da kannst du dann Videospiele drin zocken. Und dafür bezahlt man dann. Genau. Ah. Weil das halt richtig geil sind, richtig dicke Rechner und ohne Lags und weil du da richtig unter Zockern bist. Richtig dicke Dinger, weißt du? Ja, ja. Richtig dicke Dinger sind da drin. Die Uschis. So, okay. Wir gehen mal gucken. Da oben hängt kein Schild dran, das ist uninteressant. Blanka 2003 und Sassi LP, Truhenlager. Da gehe ich rein. Und ein Bett. Da kann ich mich nicht reinlegen, schade. Okay, wenig spektakulär, habe ich das Gefühl. Gehen wir direkt nochmal raus, lassen die Tür schön offen, dass schön viele Zombies reinkommen und die beim nächsten Mal sterben. War gemein. Wen haben wir dann hier? Feuer Dragon. Water Wave Girl. Was sollte das denn jetzt sein? Okay. Dance-Moves. Keine Einrichtung. Noch nicht. Kommt bestimmt noch. Was ist das denn für ein futuristisches Ding? Voll viel Glas dran und so. Das sieht voll geil aus. Wem ist das? Ich will das haben. Jette. Ich kauf das. Das Haus. Oh, ein Creeper drin. Ich kauf's doch nicht. Wir gehen nochmal raus, bevor wir hier irgendwas kaputt machen. Vor Creepern habe ich ja Angst. Ah ja. Nicht. Was? Eier? Ja. Wie ja? Brot mit Ei. Ei. Guck mir jetzt nochmal so ein cooles Haus mit so einem richtig großen Ausblick für ein Xylophon. Cool wegen der Kuh, ne? Ja, cool wegen der Kuh. Cool. Boah, es wird echt nicht mehr besser heute, glaube ich. Okay, gucken wir erstmal. Da hinten geht wieder Lissi. Die Lissi ist wirklich echt überall. Seegartenstraße 3, Oreo 581. Also ein See hat sie ja in ihrem Haus. Das finde ich ja nicht in Ordnung. Sie sollte mal gucken, ob sie hier mit Überflutung zu kämpfen hat. Wenn das der Fall ist, dann sollte sie das mal abpumpen lassen. Wen haben wir hier? Jana Craft. Bei Jana Craft waren wir eben schon in der Seestadt. Von außen sieht es auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich denke auch, dass sie, wenn sie das von innen so eingerichtet hat, wie... Ich habe gerade Willi gelesen. Wenn sie das von innen so eingerichtet hat, wie die Seestadtbehausung, dann ist das schon sehr cool. Jo. Guck mal, hier ist sogar ein Balkon. Mit Planschbecken. Ja, ich bin im Planschbecken. Das ist ein Pool. Das ist ein Planschbecken, ja. Oh. Lars, mein Planschbecken. Okay, ich lars es. Wo ist denn hier Karos Loch? Ich finde Karos Loch irgendwie nie. Mein Loch ist hinter dem Warp. Hinter dem Warp? Im Wald. Okay, wir gehen den Warp-Punkt suchen, Leute. Und besuchen dann noch Karos Loch, bevor wir dann in die letzte Stadt reisen, die euch noch unbekannt ist, die den Zuschauern noch unbekannt ist. Falls ihr auf dem Zeptoffel-Server wollt, unten in der Videobeschreibung stehen natürlich wieder alle Infos darüber, wie man hier drauf kommt. Und wenn ihr dann hier drauf seid, dann könnt ihr euch natürlich auch einer dieser Städte sofort anschließen. Ihr müsst dann einfach nur fragen und dann sollte das eventuell auch schon was werden. Also wenn es euch interessiert, dann ballern. Okay, dann geh ich mal rein. Küche mit geilem Ausblick. Da unten sollte ich mal ein paar Creeper hochgehen lassen. Und dann ein Badezimmer mit geheimem Ausgang nach oben. Habe ich schon gefunden, ja. Hat mir Sassi schon erzählt, dass du hier dann immer heimlich abhauen möchtest. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Eins für mich und eins für dich. Ist das hier für dich, klar. Ist das hier für dich geclaimed, Caro? Natürlich. Okay. Und dann haben wir noch einen Balkon. Hier. Oh, ein Schädel. Noch so. Einer. Nice. Gut, was haben wir hier? Lissi rastet voll aus, ey. Nicht ausrasten, Lissi. Ich bin ja bei dir. Ist okay. Ist alles in Ordnung. Gut. Und jetzt gehen wir dann noch so auf den letzten Drücker in die letzte Stadt von allen. Und zwar ist das... Was ist es denn? Zeplings, genau, so hieß es. Zeplings. Ballern. Und das ist meiner Meinung nach die gefährlichste Stadt von allen. Aus dem einfachen Grund, dass du hier so einfach runterfallen kannst und dann alles, was du hast, verlieren kannst. Das ist so lustig.
Eigentlich ist es nicht so lustig. Aber ich kann es ja mal an Sassi kurz demonstrieren, wenn sie gleich hier irgendwie nicht damit rechnet. Dann schmeiße ich sie einfach mal irgendwo runter. Was machen wir? So. Oh, jemand schlägt dir schon. Oh, ich... Oh. So viel zu dem Thema. Ja, das war gewollt. Mm. Logischerweise. Ja, Junge, wo geht's denn hier hin? Oh. Ich dachte, da geht eine Treppe runter oder sowas, aber da war ja gar nichts von allem. Mm. Krank. Oh, Fire Dragon. Alter, wer schlägt denn hier? Du. Ja, du hast geschlagen. Man sieht's doch im Video. Dass du geschlagen hast? Nein, dass ich nicht geschlagen habe. Jetzt fängt es wieder an zu lachen. Das böse Lachen. Ist echt so. Was war das denn? Okay. Mist, ich kann ja Sassi gar nicht schlagen, das ist ja langweilig. Ich bin ja wieder direkt drüber gegangen, also das hier... Oh, ich kann! Warum kannst du? Oh, oh, ich hab's kaputt gemacht. Fällt Garo. Niemandem auf. Das fällt niemandem auf. Kannst du das jetzt bitte da sein lassen? Sassi, lass jetzt bitte die Sassi in Ruhen? Danke. In Ruhen? In Ruhen. So, okay. Sind wir wieder alle angeschlossen? Danke. Also sieht schon sehr cool aus. Warte mal, ich muss mal kurz so einen Screenshot machen von hier aus. Das sieht schon echt nice aus. Diese Stadt gefällt mir echt gut. So, machen wir hier direkt weiter. Und gehen mal so ein bisschen in die Richtung. Okay, Fire Dragon hat das gerade hervorragend demonstriert, wie hoch das hier ist und wie einfach man hier sterben kann. Perfekt. Und Sassi demonstriert das jetzt dann nochmal. Da unten ist sie. So, hat sie es wieder so weit geschafft? Fast ist sie gestorben, hätte ich fast mal gesagt. So, da ist sie wieder. Zu Yana Craft geht's da lang. Okay, Yana Craft gehen wir uns an dieser Stelle nochmal angucken. Hier. Alter, das sind voll die riesengroßen und ausgeklügelten Dingen sind's. Karo ist mittlerweile ausgetimt sogar schon. Das hat sie einfach komplett fertig gemacht, was das hier so ist. Was man hier so sieht. Yana und Jette. Was versteckt ihr hier, Leute? Warum sind hier zwei verschiedene Kisten, in denen nichts drin ist? Ha, ha, ha? Du weißt das doch. Ja, genau! Sassis Haus mit den Flaggen. Da haben sich Karo und ich um die EM rum richtig ein Battle geliefert. Also ich habe immer eine Deutschlandflagge hingemacht und Karo immer eine Ösi-Flagge. Und wer hat gewonnen? Ich. Natürlich. Wer hätte es auch anders erwartet? Natürlich ich, also bitte. Deutschland gewinnt halt immer. Außer bei der EM jetzt, aber naja. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als ich zum ersten Mal in diesem Haus drin war, war hier einfach alles voll mit Blättern und anderen Substanzen. Und das lag irgendwie daran, dass Sassi sich hier mit irgendwem was verscherzt hatte, ne Sassi? Und dann ihr ganzes Haus plötzlich voll war mit Hallo. Mit Gedöns, was sie nicht haben wollte. Jetzt kommt gleich wieder irgendeine Nachricht von ihr, ich sag's dir. Sie schreibt, und sie schreibt, und sie schickt ab, und jetzt! Schade. Aber alles in allem gefällt mir das, was ich sehe, doch schon extrem. Schnitte, Pupsi und Stalltiere. Wer ist denn Schnitte und Pupsi? Ist das hier Schnitte? Nee. Sahnehäubchen, aka Schnitte. Okay, das da hinten ist Schnitte. Kein Pupsi. Oh Gott, nee, das lasse ich lieber da, wo es ist. Briefkasten, okay. Esszimmer, Küche, Willi, das war keine Wette, das war Karo einfach so. Ja klar, es war auch keine Wette, aber trotzdem habe ich gewonnen. Müll. Oh. Hä, warum Müll? Kann da mal jemand rausgehen? Kann man gucken, warum da Müll ist? Warum schmeißt du den Müll unten drunter auf den Balkon? Hallo, ich brauche meinen Platz. Okay, Alter, dieses Haus ist echt verwirrend. Ich blicke hier gerade nicht mehr so ganz durch. Aber der Baustil ist cool. Ich mag den irgendwie so, wie er ist.
Gut, dann gucken wir jetzt nochmal kurz im Flug hier hinten drüber, was da hinten so ist. Noch ein paar Häuserchens mit sehr viel Glas, sehr viel Durchblick. Goll, tolles Treppenhaus. Hier noch ein hübsches Häuschen mit ganz viel Wassereinbruch. Keine Ahnung, was es soll. Und hier oben auf jeden Fall noch was Kleines. Da will ich noch reingehen. Da gehe ich jetzt noch rein. Nee. Da geht's hoch. Wie ist das? Minecraft Baby 94 Pokehaus. Poke. Ah, guck mal, hier sind ganz viele Flaggen und Banner von Pokémons dran. Das ist ja cool. Pokémon Go in Minecraft. Sehr cooler Scheiß. Finde ich super. Gut. Und damit würde ich ja schon wieder sagen, das waren unsere wunderschönen Städtchen. Und wir haben uns die alle mal schön angeguckt, dass ihr euch da ein wunderbares Bild davon machen könnt. Und dann eventuell sogar, wenn ihr auf dem Server seid oder mal auf den Server kommt, hier mit uns bauen könnt. Und dann geht's hier los. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Stadt ihr am schönsten fandet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und vielleicht auch, welche Stadt ihr am nicht so schönsten fandet. Um jetzt nicht zu sagen, dass ihr die Stadt doof fandet. Aber naja, ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren darüber auslassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Das waren alle Warps auf unserem Zapptoffel-Server. Ich hoffe, euch gefällt die ein oder andere Stadt davon und ihr könnt euch vielleicht sogar dann dort anschließen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.